Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich sag's gleich schon mal vorab, ich drehe heute nicht alleine. Meine Tochter sitzt nämlich quasi genau gegenüber der Kamera und spielt. Und es kann sein, dass ich deshalb das Video sehr oft schneiden muss, weil sie mir dazwischen labert. Ja, du bist nämlich eine kleine Laberbacke. Ich weiß nicht, wo sie es her hat. Ja. Herzlich willkommen jetzt auch nochmal zu meinem What I Read Next Video, quasi zu meinem Subvoting. Ihr entscheidet, was ich im Monat August lesen werde. Beim letzten Subvoting vom Monat Juli hat Worlds Collide gewonnen. Das habe ich auch gelesen. Wer meinen Lesemonat nämlich gesehen hat, der weiß es schon. Ich habe nämlich auch noch ein zweites Buch aus meinem Subvoting gelesen, nämlich The Dream of Us. Ja. Wer von euch für Worlds Collide gestimmt hat, der wird eventuell hier im Stapel auch ein Buch finden, für das er oder sie seine oder ihre Stimme abgeben wird. Gehe ich sehr, sehr stark davon aus. Dieses Subvoting wird wieder eine Special Edition. Ich habe nämlich nur Reihenfortsetzungen hier liegen. Ich habe ja letztens ein Video gemacht von meinen ganzen offenen Fantasy-Reihen. Und es wird auch noch eins folgen zu meinen ganzen offenen New Adult Reihen, aber ich habe gedacht, das nehme ich mir jetzt mal gerade als Anlass und mache ein Subvoting, damit ich zumindest in einer Reihe mal ein bisschen weiterkomme. Wer Band 1 oder so noch nicht gelesen hat und das noch vorhat, sollte sich jetzt vielleicht das Video nicht angucken, weil ich euch ja immer die Klappentexte vorlese. Ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr viel um den heißen Brei rum. Ich fange einfach mit dem ersten Buch an und ziehe es einfach wieder hier vom Stapel runter. Das erste Buch wäre The Sea in Your Heart von Kira Mohn aus dem KISS Verlag. Ich hatte nämlich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich letzten Monat zwei KISS und zwei Lux Bücher quasi euch vorgeschlagen habe und auch wirklich die KISS Bücher komplett beiseite geschoben habe und beide Lux Bücher gelesen habe. Es macht zwar keinen Unterschied, weil ich alle ja irgendwann lesen möchte, aber ich hatte so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und habe deshalb jetzt nochmal ein KISS Buch mit auf die Liste genommen. Dann kann ich nämlich euch den schwarzen Peter zuschieben, wenn ihr nicht für das Buch stimmt. Ja, The Sea in Your Heart ist der zweite Band der, ich weiß nicht, wie sie heißt, Reihe. Der Abschluss der zweibändigen Island-Reihe. Das ist also quasi auch das Finale. Der erste Band war ja so ein bisschen meh. Also er hat mir zwar an und für sich gefallen, aber die Protagonistin hat mir zu viel gejammert und hatte zu viele Selbstzweifel für mich. Nicht das... dass mich das gestört hätte, dass sie mit ihrem Körper nicht immer so zufrieden ist. Aber sie hat es halt wirklich in jedem Satz erwähnt. Und das hat ein bisschen genervt mit der Zeit. Der zweite Band, da gehen die Meinungen auch auseinander. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ihn unbedingt lesen, um auch die Reihe zu beenden. Dann müsste ich sie gar nicht mehr in meinem noch offenen Reihen New Adult aufnehmen. Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass ich euch jetzt dazu animiere, für dieses Buch zu stimmen, damit ich eine beendete Reihe mehr zu verbuchen habe. Aber lasst euch von mir und meinem Geschwafel nicht beeinflussen. Ich erzähle euch jetzt, um was es in dem Buch geht. Ein Herz wie das Meer, stürmisch, wild und frei. Lilia lebt für das Meer. Sie verbringt den Großteil ihres Arbeitstages auf dem Atlantik, um beim Whale-Watching-Touren nach den sanften Riesen Ausschau zu halten. Privat engagiert sie sich in einer Umweltorganisation für den Schutz der Ozeane und nimmt an Protestaktionen gegen den Walfang teil. Dementsprechend wenig Zeit hat sie für Männer. Eine Beziehung steht definitiv nicht auf Lilias Prioritätenliste, bis sie im Licht von Islands Mitternachtssonne einen Mann kennenlernt, dessen Lächeln einfach unwiderstehlich ist. Sie verbringt eine magische Nacht mit ihm, doch was Lilia nicht weiß, Jules ist jemand, auf den sie sich nie hätte einlassen dürfen. Da ich im Tierschutz bin, bin ich schon sehr gespannt, wie diese Thematik auch hier im Buch umgesetzt wird. Buch Nummer 1. Dann kommen wir zu dem Buch, das ich vorhin so leicht angeteasert habe, nämlich den zweiten Band von Annabelle Steels Reihe. Dieser heißt Worlds Apart und ist ja der zweite Band und ich glaube, es werden insgesamt 3 für diese Reihe. Wie ihr im Lesemonat gesehen habt, habe ich Band 1 mit 5 Sternen bewertet, weil es mir richtig, richtig gut gefallen hat. Hi! Hi! Hallo! Ich krieg gerade Besuch. Moment. In diesem Band geht es dann jetzt aber nicht mehr um Fiona und ihren YouTube-Kanal, sondern um ihre beste Freundin Casey, die wir ja auch in Band 1 schon kennengelernt haben. Und ich persönlich finde sie mega cool, weil sie halt einfach so gerne backt. Ihre Träume liegen Welten auseinander. Die 20-jährige Casey hat das Gefühl, festzustecken.
Seit dem Tod ihrer Mutter muss sie daheim die Verantwortung übernehmen und hat ihre eigenen Wünsche zurückgestellt. Aber dann ergibt sich die Chance, ihren großen Traum von einer eigenen Konditorei doch noch zu verwirklichen. Casey darf an der Reality-Show Bake That Cake teilnehmen. In der Jury sitzt zudem Schauspieler Leo Campbell, der in echt nicht nur noch attraktiver ist als auf dem Bildschirm. Zwischen den beiden knistert es auch gewaltig. Doch Casey weiß, nur ein Kuss könnte ihre Chance auf den Sieg gefährden und ihren Traum für immer zerstören. Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 ist ein Buch, auf das ich mich wirklich schon arg gefreut habe, beziehungsweise auf den Release Day und auch schon, ich glaube, einen Tag vor Release hier hatte, aber noch nicht angefangen habe zu lesen, aber das kann sich ja jetzt vielleicht ändern. A Psalm of Storms and Silence, die Magie von Solastia. Den ersten Band habe ich auch gerade erst gelesen, von daher sind die Ereignisse noch ganz, ganz frisch in meinem Kopf und es würde sich anbieten, Band 2 auch direkt hinterher zu lesen, aber das ist natürlich eure Entscheidung. Ich persönlich finde die Cover ja auch ultra schön, also sowohl Front- und Rückseite als auch der Buchrücken und natürlich auch der super, super schöne dreiseitige Buchschnitt. Im ersten Band ist das ja alles grün und hat diese gelben Ornamente und hier ist es halt jetzt rot. Wir sehen uns wieder. Carina hat alles verloren, nachdem ein Putsch sie ohne Erbe zurückließ. Jetzt ist sie die meistgesuchte Person in Sonande. Ihre einzige Hoffnung, das zurückzuholen, was ihr rechtmäßig zusteht, liegt in einer göttlichen Macht verborgen, in der Stadt ihrer Vorfahren. Malik findet Zuflucht im Palast und zum ersten Mal so etwas wie einen Bruder. Doch die Welt versinkt im Chaos und nur Carina kann das Gleichgewicht wiederherstellen. Als die Magie Sonandes zu zerreißen droht, steht sich Malik und Carina erneut gegenüber. Aber wie kann man das Vertrauen von jemandem zurückgewinnen, den man einst zu töten versuchte? Buch Nummer 3. Last but not least kommen wir zum letzten Buch, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar Opal Schattenglanz. Das ist der dritte Teil der Reihe. Aber ich kann euch echt nicht mehr sagen, wie viele Bände diese Reihe jetzt hat. Da gab es, glaube ich, auch irgendwann mal ein Prequel. Irgendein Buch wurde da aus der Sicht von Damon, glaube ich, geschrieben. Schlagt mich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wenn jemand von euch weiß, wie viele Bände diese Reihe hat, so, dann darf er oder sie es mir auch gerne mal verraten. Ja. In der Reihe geht es, wie gesagt, um Damon und um Katie. Das ist ja ein amerikanisches Buch. Katie heißt es also. Und die beiden sind Nachbarn. Und Damon ist halt nicht der, den sie glaubt zu kennen, sondern er ist halt jemand anderes. So viel zum, was vorher geschah, sage ich schon mal. Das ist so die grobe Storyline der Bücher. Und ich erzähle euch jetzt, um was es in Band 3 geht. Auf den ersten Blick ist alles perfekt. Dawson lebt noch und niemand scheint nach ihm zu suchen. Katie wehrt sich nicht länger gegen ihre Gefühle für Damon. Und alles könnte so schön sein. Aber es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich ist Blake zurück und mit ihm ein gewagter Plan. Zu Katies großem Erstaunen bittet er sie um Hilfe. Katie weiß nicht, was sie tun soll, denn Blake ist nicht zu trauen. Das hat sie schon einmal schmerzlich zu spüren bekommen. Doch für ihre Freunde und für Damon würde sie alles tun. Selbst ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Buch Nummer 4. Wie immer zeige ich euch jetzt auch nochmal die Bücher im Schnelldurchlauf. Das wäre einmal The Sea in Your Heart von Kira Moon. Worlds Apart von Annabel Steel. A Psalm of Storms and Silence, ich muss es ablesen, von Roseanne A. Brown oder Opal Schattenglanz von Jennifer L. Armentrout. Jetzt liegt mein Schicksal mal wieder in eurer Hand. Ihr müsst entscheiden, welches Buch ich im August lese. Es sind, wie gesagt, alles Reihenfortsetzungen und ich habe Lust auf alle. Ich habe wie immer Bock, meinen ganzen Sub zu lesen und es ist einfach mal wieder zu wenig Zeit für zu viele Bücher. Aber ich bin guter Dinge. Ich habe die Mission, am Ende von August unter 80 zu sein. Ich bin mit 80 Büchern ins Jahr gestartet und bin jetzt, ich glaube, Stand heute auf 82 Bücher. Habe aber schon 96 gelesen oder so. Also irgendwas läuft hier völlig verkehrt. Ich rutsche zwar nicht über die 80 in großem Stil, aber
Ich komme auch nicht im großen Stil unter die 80. Egal wie viel ich lese, ich komme einfach nicht unter die 80. Und das ist die Mission für den August. U80. Mit diesen Worten beende ich nun das Video. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye-bye.